Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sparfield. Hallo, hallo. Da wären wir wieder in unserer neuen kleinen Base hier auf Jameson. Naja, viel Base ist hier noch nicht. Und ich habe beschlossen, bevor wir jetzt die nächste Questreihe starten, würde ich zumindest gerne schaffen, die Ressourcen irgendwie hierher zu lotsen. Ich weiß noch nicht genau, also wir haben jetzt einmal den hier, da oben, ja, diesen, ich weiß noch nicht genau, ob ich da Interstellar irgendwas mache, aber wir brauchen noch einen Link auf dem Planeten mit Aluminium und, naja, auch Helium-3. Wenn wir den Link mit Helium-3 irgendwie hinkriegen, das ist ja toll hier, okay, so rum. Wenn wir den Dingens mit Helium-3 irgendwie hinkriegen, warte, so. Wupp dich. Oh, schön, mit Aussicht auf das Ding, wo ich niemals hingehen werde. Schön. Die Aussicht ist sehr gut. Papageien habe ich. Spitze. So, den Link müssen wir nochmal irgendwie hinkriegen. Da müssen wir mal schauen, was wir wo, wie, wo, war verlinken. Weil wir haben bis jetzt nur einen Link. Hier geht's auch runter, das ist toll. Da ist noch... Okay, der pennt gerade. Ist ja auch nachts gerade. Wir lassen ihn mal schlafen. Da gehe ich mal nicht hin. Ich würde das mit dem Link zumindest gerne mal probieren, ob und wie das funktioniert. Und dafür müssten wir dann von hier aus... Ach, aber nee, das war ja hier, ne? Warte. Wo war es denn? Nee, da nicht. Zamka war es, ne? Da müssten wir... Was? Zamka? So, warte. Landeplatz erkundet. Nein, Landeplatz erkundet. Nein. Das sind nur Landeplätze. Okay, Zamka war es nicht. Zamka war das, wo ich vergeblich gesucht habe. Da haben wir nur Vorräte hergeholt. Hier war es. Auf Kurz. Das ist ja direkt um die Ecke. Das ist ja einfach auf dem Möhnchen. Stimmt ja. Da wollten wir ja... Genau. So, da ist die Farm. Dann einmal kurz hier landen. Dann müssten wir da theoretisch auch so ein... Oh Mist, ich habe eine Ressource. Wieder nur Fels. Zumindest können wir hier nach Materialien suchen. Ausnahmsweise hast du recht. 175 Helium-3, das ist gut. Was nicht so gut ist, ich habe alle Materialien abgelegt. Es wäre schön, wenn wir überall auf alle Materialien zugreifen können. Oh, können wir? Aluminium, Eisen, okay. Oder sind das die aus dem Raumschiff? Oh, das Raumschiff muss ich noch leer machen. Stimmt ja. Okay. Storage Box, Storage Crate. Frachtlink. Beryllium 2 von 2. Also einen können wir noch pflanzen. Ansicht umschalten. Jetzt geht das auch wieder. Sehr gut. Dann würde ich den Frachtlink einfach... Pff, keine Ahnung. Ich setze hier mal... So... Ne, weißt du was? Ich mach die nächstes Mal so rum. So mache ich's. Hier baue ich den hin. Jetzt haben wir kein Beryllium mehr. Und auch nicht mehr genug Eisen. Aber es sollte hoffentlich reichen. Wir hätten hier noch Interstellar machen können, weil Helium haben wir hier ja. Aber ich glaube, das ist egal. So. Okay, dann wollen wir mal gucken. Aktivieren. Zu Hause, Frachtlink. Bestätigung. Verbindung wirklich herstellen. Aktuelle Verbindung keine. Neue Verbindung zu Hause. Okay, Frachtschiff von 0 von 300. Abgehende Ressourcen. Verbindung entfernen. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Benötigte Ressourcen. Wie funktioniert das denn jetzt? Muss ich dann, warte, ich mach mal Außenposten. Nee, warte, Tab. So. Da ist Helium 3. Ach so. Wow, okay.
Es gibt wirklich ein Schiff, das hin und her transportiert. Okay. Gut, wir haben dann noch irgendwo den kleinen Pinöpel. Da ist der, ne? So, kann ich da jetzt einen Ausgabelink herstellen? Und den einfach hier so rüberschalten? Das würde gehen. Aber ich guck mal kurz, ob wir nicht vielleicht... Abbrechen, Escape. Baumodus. Kann ich dann nicht noch vorher nochmal... Nicht Extraktor, sondern... warte, da war er gerade. Kann ich nicht, weil wir nicht mehr genug Eisen haben. Juhu! Okay. Also, dann gehen wir wieder raus. Und gucken mal, ob das funktioniert. Wenn ich... Da haut er wieder ab. So, Ausgabelink herstellen. Und Helium 3 könnten wir theoretisch auch machen. Storage Gas. Ausgabelink herstellen und dann hauen wir den auch da rein. Und dann machen wir einfach so. Ist das eine gute Idee? Ist das eine gute Idee? 1 von 3, okay. Also nicht 1 von 3 ist, Frachtlink ist dann wirklich pro Planet wahrscheinlich, ne? Oder pro Base, ich weiß es nicht. So, und jetzt haben wir hier Frachtlink. Abgehende Ressourcen, Aluminium, Helium 3. Frachtschiff 32.000. Das muss ein schönes Schiff sein. Die einzige Befürchtung, die ich habe, ist natürlich, dass wenn wir den hier abholen, den Kollegen, die Energiezufuhr unterbrochen wird. Da ist jetzt 0% drin. Und schon geht's nicht mehr. Okay. Wir bräuchten also ein zweites Gas-Storage. Wenn du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Wo erstmal alles reinwandert. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, in welcher Reihenfolge das geht. Hier ist jetzt natürlich erstmal wieder Stillstand und das heißt aber auch, dass der da hinten nicht funktioniert. Helium 3 hätten wir vielleicht erstmal lassen sollen. So, okay. Ja, wir haben keine Energie mehr. Ansicht umschalten. Das hier war ein Fehler. Nein, das hier war ein Fehler. Weiterhin das hier. Ausgabelink. Mache ich direkt mal hier rein. Wobei wir da halt wirklich auch noch einen zweiten bräuchten. Ne? Ich müsste noch mal kurz los. Ich muss neues Helium holen. Neues Helium und neues Eisen. Okay. Und das können wir eigentlich hier machen direkt, ne? Jupp, das ist sehr praktisch. Landeplatz zu Hause. Helium und Eisen brauchen wir. Hole ich mal kurz. Moment, 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 Moment. Vielleicht wird es ja doch nach und nach ganz gut, wenn wir ab und zu mal was machen. Was für eine Welt. Einfach wunderschön. Wo hatte ich denn Helium? So, Eisen ist oben. Nein. Ah, okay, Inventar. Ressourcen, das kommt wieder rüber. Dann hier, Ressourcen, Eisen. Sagen wir mal, hier mal 50 mit. So. Und hier nehmen wir mal, ob wir es brauchen, weiß ich noch nicht genau. Aluminium nehme ich mal komplett mit. Aluminium müssen wir dann auch noch hierher bringen. Wo hat man denn das ganze Helium bloß? Hier war es ja nicht. Das Schiff müssen wir auch noch leer räumen. Ich habe das Helium noch nicht ganz da reingequanzt, oder? Boah, geil. Das ist halt schon cool.
Ich muss hier jetzt aber noch, glaube ich, sagen. Warte mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sage. Oh, das sieht auch cool aus. Wie alles erleuchtet wird, das ist schon nice. Okay. Naja, schlaf mal ruhig da unten. Outgoing haben wir gerade nix. Was ist denn mit Incoming? Oh, hey. Ah, gut. Und da war jetzt Aluminium drin. Oh. Aluminium? Ach ja, klar, Aluminium. Und hier ist jetzt das Helium drin. Ach, dann können wir das einmal mitnehmen. Easy. So, dann stelle ich mich hier mal in die Düsen, weil das macht ja offenbar gar nichts. Und ich müsste jetzt theoretisch den Outgoing-Container... würde ich erstmal mit dem Frachtcontainer verbinden. Mit dem Link-Container, weil das ist einfacher. Okay, also Außenposten und dann gehe ich in den Modifizieren-Modus und dann mache ich V und dann würde ich sagen, okay, das funktioniert nicht. Hier Ausgabelink herstellen. Blub, und der geht dann erstmal hier in den hier rein. Transfer-Container, genau. So, da haben wir mehr Platz drin und das müsste erstmal reichen. Dass sonst hier immer was bringt. Das mit dem Helium 3 muss ich nochmal hinkriegen. Pass auf, ich fliege gleich mal weiter. So, und zwar auf ihmchen hier. Und dann fliegen wir gleich zur Farm. Das ist nice. Oh, alles in einem Sonnensystem, das wäre natürlich perfekt, aber... Hier würde ich definitiv keinen Außenposten errichten. Weißt du was, Sarah? Halt doch einmal deine unqualifizierte Mundgarbage. So, Storage Gas. Helium rein. Geht noch nicht. Helium ist drin. Ja, ist drin. Jetzt geht's wieder. Huch! Jetzt geht es wieder. Okay. Kann ich jetzt mal einen zweiten Container bauen? Also klar, also wenn ich die... wenn ich die Mittel habe. Tab Baumodus. Extraktor Helium will ich nicht. Nee. Transfer Container. Wo ist es denn? Storage Box, auch nice. Für später. Frachtling brauchen wir nicht. Extraktor, wo waren die denn? Habe ich schon vorbeigeschaltet? Kupfer und Wolfram. Ja, okay. Können wir gerade nicht machen. Wir bräuchten noch Kupfer und Wolfram. Aber das ist fein. Das ist fein. Helium wird erstmal da gesammelt. Das ist auch okay. Damit kann ich leben. Solange wir hier Aluminium herkriegen, ist nicht der beste Außenposten der Welt. Aber es ist immerhin schon mal ein Versuch. Ich guck mal kurz. Ich hab da was für dich. Das ist ja toll. Huch, wen haben wir denn da? Mrs. Whitmore, was? Oh, danke. Der Schulbezirk soll Wartungen an den Schiffen durchführen. Was? Aber aus unserem Graphantrieb tritt Helium 3 aus. Das Schiff kann nicht springen. Was? Was ist Helium 3? Helium 3 ist ein stabiles Heliumisotop, das für Graphantriebe genutzt wird, Tashi. Was ist ein Graphantrieb? Das solltest du wissen. Du hast einen Aufsatz darüber geschrieben. ChatGPT. Keine Ahnung, ob Billy weiß, was ein Graphantrieb ist. Leute, unterhaltet euch bitte leise. Das hier ist wichtig. Hast du Schiffsteile übrig? Was hat sich denn der Schulbezirk dabei gedacht, euch so in Gefahr zu bringen? Die ganze Flotte besteht aus großzügigen Spenden. Die Schiffe gehen ständig kaputt. Oh, das tut mir leid. Und die wenigen Bezirksmechaniker sind total überarbeitet. Das tut mir leid. Miss Whitmore, wie viele Schiffsteile braucht ihr denn? Mal sehen. Mrs. Whitmore, mit wem redest du da? Ist das ein Pirat?
Na gut, ihr habt mich. Ich gehöre zu den Piraten. Jetzt her mit dem Kram. War nur ein Witz. So. Ich bin das Gegenteil eines Piraten. Ich bin Freestyle Ranger. Wow. Hast du eine Waffe? Hast du Piraten getötet? Cool. Ich habe noch nie einen Ranger getroffen. Seht ihr? Der Ranger beschützt uns und alle anderen. Vielen Dank. Ach, gerne. Also, jetzt beruhigt euch mal. Angeblich sollen 10 Schiffsteile ausreichen, um unser Schiff zu reparieren. 10 Schiffsteile? Ich hab grad mal eins oder so. Ich hab leider keine 10. Verstehe. Naja, hoffentlich läuft dein Tag besser als meiner. Und was macht sie jetzt, wenn sie nicht springen kann? Ich greif die an. So, okay. Ich wollte eigentlich hier zu dem Klopper hin. Dann scannen wir mal ganz kurz. So, wir haben eine Menge Nickel und Blei. Die könnten wir auch sammeln. Nickel und Blei und Chlor. Nickel, Blei und Chlor. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass wir die... Hier wird es gehen, aber da ist Wasser in der Mitte, ne? Oder was immer das ist, ich habe keine Ahnung. Vielleicht können wir da ja landen. Hier so. Sandwüste, ne? Wir gucken mal. Landeanflug. Alles im grünen Bereich. Sonne sollte es ja ab und zu auch mal geben. Wieso mache ich das gerade? Ich lass mich schon wieder ablenken, ne? Ich hatte es hier einst vor Leben gewimmelt. Ist das nicht aufregend? Ja, vielleicht stirbst du ja auch irgendwann aus. Entschuldigung, ich bin immer gemein zu ihr. Ich weiß. Was ist das denn? Unbekannt? Mit einem Gefahrenzeichen? Entschuldigung. Muss ich erstmal hin, aber ich sehe hier gerade auch keine Möglichkeit, irgendwas abzubauen. Ich dachte, wir wenigstens keine Schwerkraft oder so. So, Nickel, toll. Dann rennen wir da mal ganz kurz hin. Ich würde gerne nur kurz wissen, was das ist. Das habe ich noch nie gesehen, das Symbol. So. Kurz mal wieder Ausdauer tanken beim Laufen. BZW Sauerstoff tanken beim Laufen. Und nebenbei mal kurz Wolfram. Yo. Xenon? Scheint selten zu sein. Hat 3 Punkte. Okay. Ich werde auf jeden Fall was machen, wo wir unendlich Außenposten bauen können. Das mache ich auf jeden Fall. Den Rest kriegen wir auch schon irgendwie hin. Aber alle Planeten abzupopeln, um zu gucken, wo ich guten Crossover-Outpost kriege. Ich bin ehrlich, das sehe ich hier nicht. Da ist Chlor. Das würden wir gut hinkriegen. Platin, okay. Und Blei. Ressourcen haben wir alle. Ich vermute mal, dass da hinten ist einfach... eins der Fragezeichen. Warum muss das denn so weit weg sein? Okay, ich verliere sehr schnell Sauerstoff. So. Worten so mal. Ich brauche immer noch einen guten Weltraumkampf, damit wir leveln können, ne? Also damit wir die Skillpoints investieren können. Ich glaube, ich muss mal gucken, wo ich da vielleicht einen geliefert kriege. Neues ökologisches Merkmal, sage ich doch. Sind das Schwefeldinger hier? So, wie viele muss ich da scannen? Ist das nur eins oder sind das mehrere? Okay.
Hinterterrassen. Heiße Quellen und Geysire bildeten Becken, Felsvorsprünge und Terrassen. Und Saramorgen. In den Mineralienschichten genannten Durcheinander. Okay, cool. Und hier ist noch ein Felsberg. Kupfer, nice. Verbranntes Ökosystem. Also schön ist das nicht. Sonst ist hier auch gar nichts. Ne. Okay. Gut, eigentlich wollte ich das hier gar nicht. Eigentlich, was wollte ich eigentlich gerade machen? Ich wollte gerade von unserem anderen Außenposten das diesen Interstellar-Link hinkriegen, ne? Aber die Frage ist, reicht das, wenn der Interstellar ist und liefert? Weil hier brauchen wir keinen Interstellaren, hier soll alles ankommen. Der soll ja nichts liefern, der soll ja nur, ne? Da ist wieder Zamka. So, warte. Dann gehe ich mal wieder rein. Sensorkontakt, müssen wir auch nochmal irgendwann gucken. Nezoi. So, Eisen und Tantalum. Hier einmal kurz landen. Ach, ich kann von da aus nichts liefern, weil ich kein Helium habe. Ja. Ich habe da was für dich gefunden. Scheißendreck. Das war ja das Problem. Oh, okay, Eisen können wir mitnehmen. Also wir können ja manuell natürlich die Sachen herholen, aber... Ja, aber das stimmt ja. Das Helium 3 hatte ich ganz vergessen. Ich möchte es auch nicht hierher liefern, wenn ich ehrlich bin. Was brauchte ich nochmal für den hier? Kupfer und Wolfram. Kupfer und Wolfram. Dann probiere ich das zumindest schon mal. Kupfer und Wolfram. So. Einmal kurz hier hin. Und dann wupp, wupp. Kupfer und Wolfram. Moment. Un moment. Falls du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Nee, leider gar nicht. So. Kupfer. Keine Ahnung, wie wir da brauchten. Wird reichen. Und Wolfram. Nehme ich alles mit. So. Dann gleich wieder rüber. Das war er hier, ne? Unser Freund, genau. Dann einmal direkt da landen. Ah. Der Ladebildschirmsimulator. Diese Welt hat bessere Tage gesehen. Ob es hier schon immer so aussah? Du hast auch bessere Tage gesehen. So. Boah, die ist halt immer nur am Nörgeln, ne? So. Und jetzt kann ich es hinsetzen. Und mache ich auch. Bauen. So, die beiden müssten reichen. Mehr brauchen wir nicht. Helium. Und wenn ich jetzt die beiden verbinde. Ja, pass auf, ich mach's folgendermaßen. Modifizieren Modus. Und dann hier Ausgabelink nach da. Und dafür den hier löschen. Und dafür hier Ausgabelink nach da. Jetzt wird das einmal durchgeschleust. Wenn der hier voll ist, dann mache ich den Ausgabelink. Ich hoffe, das geht überhaupt so. Ich weiß es halt nicht, ne? Junge, wie die knarzen. Dann mache ich den dahin. Ich hoffe, das geht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Brauche ich dich drei in einer Reihe eventuell? Nee, ne? Das würde nichts ändern. Also
Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich könnte noch mehr Helium-3-Dinger hier hinstellen. Eigentlich ist es so, wenn der hier jetzt vollläuft irgendwann, ist meine Vorstellung, dass... Ach, Sarah. Dass der hier, dass die Sachen, die da übrig sind, quasi da hinten reinlaufen. Es kann aber auch sein, dass die aufgeteilt werden. Ein Teil geht hier rein, ein Teil geht da drüben rein. Mir wäre es aber lieber, wenn der hier vollläuft und dann erst kommen da Sachen rein und die wandern dann da drüben hin. Weiß nicht genau, wie das hier läuft. Ich könnte just for the funsies, wenn ich das kann, wenn ich hier Materialien, wenn ich Materialien dabei habe, könnte ich nochmal schnell in den Baumodus und... ich hab da was für dich. Echt? Fantastisch. Ich freue mich. Danke. Ciao. Ah, wir brauchen Nickel dafür. Okay. Nickel habe ich gerade nicht dabei. So, warte. Ich hab da was für dich. Sarah, bitte. So. Diese billigen Anmachsprüche, weißt du? Das ist halt einfach... Es ist lästig, Sarah. So, outgoing ist schon Helium 3 drin. Okay, so viel dazu. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ich hoffe nur, dass es dir nicht leer geht, sonst ich müsste halt dementsprechend neue Helium-3-Dinger hinbauen. Dann würden wir beides hinkriegen. Ansonsten weiß ich nicht genau, wie wir das in eine Linie schalten. Oh, Sarah. Es funktioniert nicht so, wie ich gehofft habe. Junge, Junge, die kommen aber schon sehr häufig, ne? Ich könnte natürlich noch ein paar von denen da hinstellen, aber ich habe das Gefühl, dass wir sonst eventuell zu viel produzieren. Und was ich auch gerne machen wollen würde, ich hätte gern einen Itemfilter. Wenn ich mich Sachen von hier hole und die gehen alle darüber, dann sind die alle vermengt im Raumschiff und kommen alle vermengt an. Und ich würde aber zum Beispiel gerne sagen, okay, Eisen geht jetzt nur in die Kiste. Oder Nickel geht nur in die Kiste. Das wäre toll. Ah, mit dem Schiff da hinten, das ist, steht immer noch da. Jetzt gehe ich doch mal gucken. Vielleicht haben die ja Nickel. Ja. Bring mal Nickel weg. Ciao. Vielleicht haben wir ein bisschen Nickel für uns. Was ich als nächstes noch mache, ist das Schiff leer. Das würde ich gerne auch noch machen. Vielleicht brauchen die ja Hilfe. Schiffslandepunkt, okay. Hallo? Vanguard Raptor. Ach, die Vanguard. Ah, okay. Da können wir vielleicht wirklich helfen. Pilotensitz hinsetzen. Hä? Spind des Captains? Lebt denn hier niemand? Hallo? Hallo? Okay, das wäre Diebstahl, aber offenbar gibt es hier niemanden mehr. Das ist ja suspekt. Das Schiff ist hier gelandet und es wurde einfach verlassen. Ich meine, wir könnten es natürlich aufnehmen, aber dann muss ich es registrieren, ne? Sei bekannt vor. Hm. Ich lass die mal stehen. Ist aber nicht unser Schiff, ne? Wollte ich nur kurz sagen. Auch wenn das Cockpit gerade gleich aussah, das ist nicht unser Schiff. Interessant. Weiß nicht genau, warum es hier abgelegt wurde.
So, oh, stimmt, hier gab es viel Aluminium, ne? Da hinten ist unser Schiff, da, Landeplatz. Hier gab es so viel Aluminium. Aber Nickel haben wir natürlich nicht hier. Okay. Es gibt keine Möglichkeit, Objekte zu filtern, oder? Ich kenne halt gerade keine. Die Loge, Landeplatz, Wieso reise ich denn? Wieso kann ich nicht gleich landen? Hä? Das ist ja weird. Warte, warte. So, jetzt kann ich landen. Bei diesen Außenposten... Oh, Sarah. Ja, die Ladebildschirme bei dem Außenposten-Gedöns sind auch nochmal eine andere Geschichte. Jetzt gehe ich ja mal ganz kurz gucken, ob das alles so klappt. Also eigentlich sollte es. Und dann müssen wir nur noch gucken, dass wir vielleicht irgendwo anders Eisen herkriegen. Dann können wir unseren alten Außenposten komplett einmotten. Hier ist nur Helium drin. Warum? Warum ist da nur Helium drin? Das ist ja merkwürdig. Incoming. Warte, warte, kommt, der ist schon wieder incoming hier. Ich gehe bald wieder auf eine Questreihe. Und dann gucken wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was passiert, wenn ich da drunter stehe? Will ich nicht rausfinden. Dass ich hier nicht brenne, ist mir schon ein Rätsel. So, Incoming bleibt leer, weil es ja verknüpft ist. Das wäre logisch. Aber es wäre auch logisch. Der bringt nur Helium. Hä? Und die sind immer noch da. Ich frage nicht, die sind immer noch da. Kann man da drauf springen vielleicht? Ja, obwohl dann... ziehe ich mir bestimmt eine Fleischwunde zu. Okay, pass auf, ich fliege noch einmal ganz kurz zu unserem Kollegen hier. So. Farm, landen. Und ich gucke nur, ob der Link noch funktioniert. Ob wir da wirklich auch das andere Zeug noch reinkriegen. Ich habe da was für dich gefunden. Echt toll, ich freue mich sehr, danke. So. Ach, der Ausgabelink ist weg. Nee. Doch, ja, der Ausgabelink war da, war weg. Herstellen. Warum auch immer der weg war, ich habe keine Ahnung. So, wie sieht's aus? 13%, wir verlieren Helium. Ich hätte Nickel mitnehmen sollen. Okay, warte, 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 warte. 13%, das ist nicht gut. Dann gehe ich nochmal ganz kurz hier, da. Ich hole nochmal kurz Nickel. Ach, Gottes Willen. Wir verlieren Helium, das ist nicht gut. Aktiviere deinen Handscanner. Hier kannst du so einiges katalogisieren. Dann können wir es vielleicht alles so nach und nach mal ausbauen. Aber alles auf einmal ist mir ehrlich gesagt zu öd. Nickel, nehme ich auch mal mit. Wupp. So. Jetzt sieht man die auch besser. Cool. Und dann gehen wir mal... Schwupps. Nein, das war doof. Auf ihn hier. Und dann hier. Rein da. Ich hab da was für dich. Ich würde immer noch gern auch das mit den Fabriken und sowas machen, ne, dass wir also wirklich auch Sachen herstellen und so. Hätte ich schon Bock drauf. So. Falls du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Oh Gott, Sarah, bitte. Ich hab da was für dich gefunden. Alter, Sarah, ich hab's doch langsam verstanden. Verstehst du denn nicht, wenn du unerwünscht bist? Entschuldigung. So, hier einfach bauen. Bauen.
Und eins können wir noch. So, mach ich mal drei. Brauchen wir nicht unbedingt, aber naja. So, modifizieren. Dann machen wir hier Ausgabelink da rein. Ausgabelink auch da rein. Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten... Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ausgabelink hier rein. Lang. Dann lösche ich diesen... Dann lösche ich diesen Ausgabelink. Und mach den einfach da hinten direkt rein. Und das gleiche nochmal von denen. Die drei neuen gehen direkt in den... Ich glaube, zwei reichen. Zwei sollten reichen, wenn die da reingehen. So, 13%. 0%. Okay. Wie ist das eigentlich? Fuel Generator. Wie viel haben wir denn da drin? 194, okay. Ich will nur überprüfen, ob da jetzt auch mehr reinkommt. 194. Immer noch 194. 193, das ist nicht gut. Aber zwei gehen jetzt direkt hier rein, ne? Kann es sein, dass der Ausgabelink zwischen dem hier und dem hier nicht mehr klappt? Weil es nur einen Ausgabelink gibt, eventuell? Wäre das möglich? Ich würde mal ganz kurz eben, ne, modifizieren Modus, das hier wegbewegen. Sarah. Ne, der ist da. Okay. Nur 93. Ich schalte, glaube ich, noch einen dritten da drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Spiel hier funktioniert. Also wie das... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier eine Logik wie bei Satisfactory reingebaut haben. Sondern dass alles irgendwie halbgar funktioniert. 192. Okay, pass auf. Ich mach Folgendes. Ich mach jetzt doch mal diesen Link hier. Den hier lösche ich doch mal. Und dann mache ich den hier auch direkt hier rein. So. Dann müssten wir jetzt drei da rein connected haben. In den letzten. Und der müsste den Motor antreiben. Und drei Stück müssten eigentlich auch reichen. 195. Okay. Ich beobachte mal den Trend. Der Rest geht dann hier rein und theoretisch 50-50 dahin und da drüben hin. Und wenn der voll ist, bleibt der Rest dann hier drin, 194. Ich muss trotzdem mal ein bisschen beobachten. Wir müssen es auf 14% bringen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Ich wünschte, ihr wäre ein Satisfactory-System. ...14% müssen wir schaffen. 193, oh Mann, ey. Sarah, ich habe gerade keine Zeit. Meine Fresse, ich habe keine Zeit. 196, okay, ich glaube...
glaube, wir sind aber safe. Ich habe da was für dich gefunden. Oh, Alter, Sarah, lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte in Ruhe, Sarah. Geh einfach zum Horizont. Ich will einfach deine Sachen nicht, Sarah. Hör auf, mir Blätter zu geben und Wurzelwerk. Ich will es nicht mehr. Du hast mich zu oft enttäuscht, Sarah. Zu oft. Alles, was du sagst, ist nur noch schmerzhaft für mich. So, wenn 197 kommt, gehe ich. Dann warte ich die Prozent nicht mehr ab. Und dann haben wir auf jeden Fall einen Trend. Nehmt mich mit oder Sarah, aber nicht beide auf einmal. Okay. 197, das wäre der Deal. 95. 96. Aktualisiert er hier? Weil ich habe 197, alles klar, das war's. Cool. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und dann mache ich mal mit Quests weiter. Ich glaube, Aluminium. Ab jetzt wird alles ein bisschen einfacher, glaube ich. Wir haben ja schon mal ein paar grundlegende Sachen, haben wir jetzt ja schon mal gelernt und gemacht und so weiter. Als nächstes muss ich noch Aluminium zur Erde, also, Entschuldigung, nach Alpha Centauri bringen. Ich weiß noch nicht genau, wie intensiv wir die Außenposten machen. Ich habe noch keine Ahnung. Aber ich bin ehrlich, mein Bedarf ist erstmal gedeckt einfach. Ich will, nächste Folge räumen wir das Raumschiff aus und dann stürzen wir uns in Quests. So rum machen wir das. So, das ist ein guter Plan. So machen wir es, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.